Ja, grüß euch, wir sind von der Firma IPC und bauen da für das Hotel Berschler eine neue Photovoltaikanlage. Die Gesamtleistung, was er dann zukünftig hat, sind 70 Kilowatt. Mit dem deckt er einen Großteil des Strombedarfs im Hotel und in die angrenzenden Gebäude. Im Schnitt ist in einer Woche sowas circa gebaut. Und wir werden das auch weiterhin im Auge behalten und warten und schauen, wie es mit der Wartung ausschaut. Und das ist halt ein gewisser Beitrag, was er setzt, um eben ökologisch für das Hotel Berschler zu sorgen. Grüß euch und herzlich willkommen bei uns am Hof der Familie Madl. Wir sind ein landwirtschaftlicher Betrieb mit Schwerpunkt Milchwirtschaft, haben momentan 65 Kühe der Rasse Fleckvieh mit der dazugehörigen Nachzucht und unser Betrieb liegt auf knapp über 900 Meter Seehöhe vor den Seckaralpen. Wir sind ein reiner Heumilchbetrieb, das heißt, wir verfüttern keinerlei Gärfutter, wie zum Beispiel Maissilage oder Grassilage. Im Winter bekommen die Tiere ausschließlich Heu und in den Sommermonaten wird täglich frisch gemähtes Gras eingefüttert. Durch unser automatisches Melksystem steht es unseren Kühen frei, wann sie gemolken werden. Einen Teil unserer Milch bearbeiten wir seit 1998 direkt auf unseren Hof und beliefern damit 55 Schulen und Kindergärten sowie zahlreiche Gaststätten und Kaufhäuser. Produziert wird Schulmilch, Joghurt in 10 verschiedenen Sorten sowie Speisetopfen. Grüß euch, hallo. Ich darf euch da bei mir am Betrieb recht herzlich begrüßen. Wir haben da Legehennenhaltung schon seit über 50 Jahren bei uns da in Rattenberg. Meine Großeltern haben damit angefangen und jetzt vor kurzem habe ich beim Steuer einen Zubau gemacht und habe investiert in eine Freilandhaltung. Habe eine Weide angelegt und darf jetzt seit ungefähr 2 Monaten Freilandeier verkaufen. Unser Stall und unsere Hühnerhaltung ist da in Rattenberg. Und vermarkten da wir unsere Eier eigentlich ziemlich in der ganzen Obersteiermark. Angefangen vom Leobner Raum, über uns übers Murtal, übers Einstal und Murauer Gegend.
unsere Vermarktungsform ist zum Großteil in der Direktvermarktung. Das heißt, wir beliefern die Haushalte zu Hause oder fahren direkt zu den Gastronomiebetrieben und Bäckereien und beliefern diese mit den Eiern. Des Weiteren beliefern wir auch noch Kaufgeschäfte oder Gastronomie-Großhandel. Oh, Martin, perfekt. Servus, Luki, ein Eierlieferant. Super. Tschüss, bitte. Ciao. Seit kurzem haben wir jetzt nicht nur das Eichfeld-Ei, sondern auch das Eichfeld-Freiland-Ei anzubieten. Wir sind die Familie Lieblinger von Gomaura aus Ollersdorf bei Weißkirchen. Wir bewirtschaften einen landwirtschaftlichen Betrieb mit Ackerbau, beschäftigen uns seit über 50 Jahren schon mit Schweinehaltung, haben die Mastschweine damals verkauft an Schlachthöfe, Fleischereien und so weiter. Und seit knapp 30 Jahren verkaufen wir nichts mehr, sondern wir schlachten selbst am Hof, produzieren Speck, Sölchwaren, Würste, alles, was man sich nur denken kann, vom Schwein. Ganz wichtig für uns ist es auch, dass wir unsere Produkte nicht nur selbst für gut befinden, sondern auch das unabhängigen Jurien immer wieder zum Testen überlassen. Und wir sind schon sehr, sehr stolz darauf, dass wir zweimal es schon geschafft haben, österreichweit Sieger zu werden, sogenannter Speckkaiser. Den haben wir zweimal schon verdient bekommen für den Murtaler Edelschinken und für den Karree-Speck. Mit unseren Trockenwürstel sind wir ebenfalls Finalist bei Genusskrone Österreich gewesen. Das ist halt zumindest von außen hin dieses Signal, dass unsere Produkte von hoher Qualität sind. Meine Frau ist für den Verkauf zuständig, ich für die Produktion. Und unsere Kinder, für alles, was rund um auch noch wichtig ist, sie helfen uns brav mit, sind sehr interessiert an unserem Betrieb. Das Produktsortiment vielleicht auch in eine andere Richtung noch zu erweitern und vor allem um eine etwas steilere Fläche, die für den Ackerbau nicht so geeignet ist, auch noch wertvoller zu nutzen, haben wir uns 2015 entschlossen, Bärenobstbau zu betreiben, und zwar mit der Aronia-Beere. Ein gesundes Produkt, gesunde Beere. Aus dieser Beere machen wir einen Direktpresssaft, wir machen Sirup daraus, Essig. Wir veredeln die Beeren getrocknet zu Schokoladenbeeren, normale getrocknete Aronia-Beeren. Unser Hauptabsatz ist eigentlich der Hofladen hier in Allersdorf bei Weißkirchen, sowie eigentlich die Bauernläden und Genussläden im Raum Murtal, Murau, die wir wöchentlich beliefern. Und teilweise auch die Gastronomie hervorzuheben, in dem Fall auch das Gasthaus Restaurant Berschler, das da ein sehr kooperativer Partner auch in der Gastronomie für uns ist. Ich grüße euch recht herzlich da am Zuchtbetrieb Graser und bei der Hofmolkerei Graser. Wir bewirtschaften einen landwirtschaftlichen Betrieb mit hauptsächlich Milchvieh. Wir betreuen da 120 Milchviehkühe mit Nachzucht.
Wir vermarkten unsere Milch selber, produzieren in der Hofmolkerei Topfen, Joghurt, Butter. Hinter mir sechs, da wir heute Schnitzel machen. Nicht so wie ein Gast aus Wiener Schnitzel, sondern heute machen wir Hackschnitzel.